Hallihallo, grüß euch, willkommen beim Let's Play mit Civilization 6 mit unseren Ungarn auf Gotthard. Einen wunderschönen guten Morgen und viel Vergnügen mit unserem Angriff auf Danzig. Für uns ist es ein Vergnügen, ist ja immer so, bei jeder Auseinandersetzung in der großen, weiten Welt, ob in Real Life oder hier bei einem Spiel, wenn man auf Seiten der Täter steht, fühlt sich das immer cool an, wenn man gewinnt auf Seiten der Opfer. Aus irgendeinem Grund fühlt sich das nicht so gut an, habe ich mir sagen lassen. Wir sind ja selber Täter hier, insofern kenne ich nur die vergnügliche Seite des Krieges, aber mir wurde berichtet, es würde sich für Opfer unangenehm anfühlen. Genaueres weiß ich da auch nicht. Danzig soll fallen, wir marschieren vor, uns geht es gut, ich bin gut gelaunt, ihr bekommt es mit. Unser Kontrolleur, denen geht es im Augenblick nicht so gut, die sollten doch erstmal ausheilen. Unsere Super-Duper-Einheit, die dürfen wir auf gar keinen Fall verlieren und die sollten wir irgendwann auch mal upgraden und verbessern. Ich ziehe die mal aufs eigene Territorium rüber. Denn als Armbrustschützen halten die natürlich mehr aus. Die M3-Beförderung, das ist schon sehr cool. Der bleibt hier, der Rambok. Hier könnten wir nochmal auf die Stadt feuern. Ach, das machen wir auch. Wir ziehen ein Feld vor. Feuer frei, komm! Hätten wir auch vorher machen können. Ich habe nicht dran gedacht. Das ist der Blutrausch. Aber wir hätten die Stadt auch so jetzt noch nicht einnehmen können. Wir hatten, glaube ich, zwei oder drei mal erst gefeuert, nachdem wir drauf marschiert sind, aber das sind nicht die entscheidenden Trefferpunkte gewesen. In Wachschau haben wir einen Handwerker. Ach so, ich wollte euch noch zeigen, was wir mit dem Gouverneurstitel Schönes machen. Diejenigen von euch, die oft bei meinen Let's Plays dabei sind, werden jetzt sehr überrascht sein. Ich mache es etwas, was ich ganz selten mache. Na, ahnt ihr es? Victor, der Kastellan! Den holen wir uns und den schicken wir erstmal, sagen wir mal, vorläufig mal nach Krakau, vielleicht später nach Danzig. Aus Gründen. Erst, das ist ja der militärische Gouverneur und ich habe den finsteren Verdacht, es wird hier ein fröhliches Hauen und Stechen, Meucheln und Mördern in diesem Let's Play. Und dafür ist er natürlich top geeignet, hat aber auch alt Loyalitätsvorteile. Denn wir genießen ja, ich glaube, das hängt auch mit dem Schwierigkeitsgrad unter anderem zusammen oder kommt dann noch erschwerend hinzu. Doch wenn wir so offensiv spielen, haben wir doch gewaltige Problemchen mit der Loyalität in den von uns besetzten Städten. Und da hilft der Mann halt. Denn Victor kann man durch entsprechende... Also erstmal hilft er wie jeder andere Gouverneur dadurch, dass er vor Ort plus 8 Loyalität gibt. Und er hat zwei Vorteile noch insbesondere. Der erste ist, er ist schneller vor Ort. Er ist binnen 3 Runden vor Ort und kann dann auch seine anderen Boni geben. Der Loyalitätsbonus ist sofort da. Der muss nur irgendwo hingeschickt werden. Also jetzt gibt er der Stadt schon plus 8. Die Sonderfähigkeiten in 3 Runden, das ist verkürzt. Bei anderen ist das 5 Runden. Und er ist halt hilfreich, wenn wir... hier hingehen. Garnisonskommandant. Das wäre eine Beförderung. Verteidigende Einheiten im Gebiet der Stadt erhalten 5 Kampfstärke mehr und alle anderen Städten in einem Umkreis von 9 Geländefeldern plus 4 Loyalität pro Runde für unsere Zivilisation. Das kann sehr wichtig sein. Also das wäre sehr cool. Also ich könnte mir vorstellen, ich operiere selten mit dem sonst, dass der uns echt nützlich sein könnte. Ich habe ein bisschen geschwankt. Alternative wäre gewesen, also Armani im Augenblick nicht. Also ich sag mal, 2 Alternativen. Das eine wäre Armani hochskillen und gehen auf Puppenspieler. Das ist allerdings 3 Beförderungen entfernt. Verdoppelt die Anzahl der Gesandten im Stadtstaat, wenn dort etabliert. Das ist natürlich für die Stadtstaaten-Zivilisation Ungarn gut, um, wenn wir einen wichtigen Stadtstaat haben, wir merken, der ist kurz davor verloren zu gehen an einen anderen neuen Suzerän, könnten wir sie als Puppenspielerin dort etablieren, damit unsere Gesandten immer verdoppelt sind. Das wäre natürlich cool. Was auch immer gut ist, aber das kommt schon fast zu spät, das ist Pingala der Erzieher. Der gibt, wenn man zu Beginn einer Partie ist und eine Stadt hat mit viel Bürgerpunkten, mit viel Bevölkerung, ab der Beförderung 2 und 3 gibt er dann vor Ort entweder naturwissenschaftliche Forschung en masse, nämlich 1 pro Bürger, oder kulturelle 1 pro Bürger en masse, weil dass bei einer Stadt mit vielen Einwohnern zu Beginn der Partie einen ganz großen Prozentsatz der zivilisationsweiten Forschung ausmachen kann. Wir sind aber schon ein Stück weiter. Wir haben schon so viele Städte mittlerweile erobert, das schlägt nicht mehr so sehr ins Gewicht, wenn wir den vor Ort etablieren. Und wir haben auch nur Städte, die, ich glaube, 7 Bevölkerungspunkte maximal haben. Pest hat 7 zum Beispiel und Lublin hat auch 7. Also ist nicht schlecht, aber
Krakau hat auch 7. Ach so, ja, natürlich. Der Kollege hier. Ach, mir fällt gerade noch was ein. Wir können ja noch keine Häfen bauen. Haben wir schon den Häfen? Nee, aber den haben wir schnell. Wir ziehen die Häfen mal vor. Da haben wir zwar keinen Boost. Den können wir mit Handwerkern ins Wasser und können Modernisierung bauen. Häfen sind ab hier. Okay. Könnten wir auch vorziehen. Das geht ganz fix. Haben wir denn Handwerker können ins Wasser? Haben wir eine Wasser... Hier Bernstein können demnächst dadurch modernisieren. Aber sonst sehe ich im Moment noch nichts. Aber das könnten wir trotzdem machen. Das ist nämlich ganz fix gemacht. Dann haben wir... Weil selbst mit dem Boost wird das nicht wesentlich schneller. Das wird irgendwann eine Runde dauern, aber das machen wir mal. So, mit denen können wir mittlerweile angreifen und mit den Speerträgern auch. Wir können hier auch schon mal gucken gehen, was hier für eine Stadt ist. Vielleicht ist hier leichter zu erobern als Danzig. Ja, fast ausgehalten. Nächste Runde ganz. Ausheilen. Bernstein. Luxusgut. Haben wir schon. Hier. Aber dann können wir damit Handel treiben. Bringt auch Geld. 10 Gunst haben wir mittlerweile. Oh. Er hat 150 Gold. Mal schauen, was er ihm anreden kann. Wir könnten natürlich hier was verkaufen, aber ihm strategische Ressourcen rüberschieben. Ach, Bernstein hat er selber, das ist schade. Aber mal schauen, was er uns dafür gibt. Ich hoffe 13, 12 ist auch okay. Das heißt, er sollte uns dann, wenn wir die komplett machen, dafür also 120 sollte er uns geben, vielleicht sogar alles. 6 mal 30, 180, das könnten wir auch machen, das wäre noch ein bisschen mehr. Und bislang hatte ich immer die einmaligen Geschichten gemacht, weil die kann man sofort nutzen. Dementsprechend ist es weniger, aber ja, warum nicht? Das können wir durchaus mal machen. Vielleicht gibt er sogar noch ein bisschen was drauf. Nein, 6x30 machen wir. Hoppla, das wollte er doch gerade noch, oder? Ja. Wirklich sehr viel Gunst und das Geld kommen wir gerade nicht dran. Sollen wir doch. Wir werden früher oder später mit ihm Knies haben, mit ihm Krall haben, aber die Pferde plus 4, Eisen plus 6. Was gewinnt er denn ohnehin? Aber nur wenig. Beides nicht. Hat er weder Pferde? Was würde er uns denn für ein Pferd geben? 6 Gold. Und was sollte er uns geben für einen Eisen? Auch 6. Wir warten nochmal ab. Tamara hat gar kein Geld. So, Handwerker. Da wollten wir... Der hier hat hier... Genau, der hat hier eine Weide gebaut. Und mit ihm wollten wir rüber... Mit ihm wollten wir hier hin. Genau. Hier oben ist mittlerweile einer fertig. Das geht dann hier hin. Pro Stadt ein Handwerker. Ist nicht schlecht. Der hier kann hier vor Ort arbeiten. 5 Aktionen da noch. Da sind es noch 5 Aktionen. Hier ist es nur noch eine Aktion. Das heißt, das ist quasi der letzte. Ein Schwerträgertrupp für die Front.
dem Kollegen wollten wir ein wenig scouten. Mit dem Handwerker wollten wir, glaube ich, hier ein Sägewerk errichten. Wahrscheinlich nicht auf Dauer. Irgendwann kommt ein Distrikt hier hin, aber noch nicht. Hier wird gescoutet. Und hier auch. Hier kommen wir nicht mehr so viel weiter. Ja, super, machen wir. Damit kriegt er, glaube ich, auch eine Beförderung. 8 Erfahrungspunkte und? Nee, noch keine. Schade. Aber das ist doch eine coole Sache. 8 Erfahrungspunkte, sehr schön, klasse. Ja, das war's, glaube ich, für diese Runde. Mehr können wir im Moment nicht machen. Mal gespannt, wie die ich hoffe, in Danzig. Obwohl, wenn in Danzig in letzter Sekunde noch eine Einheit entstehen würde, das wäre gar nicht so schlecht, weil die könnte dann vielleicht hier. Denn wenn hier ein Armbrustschütze oder ein Schwertkämpfer wäre, glaube ich, cooler. Aber wenn hier ein Armbrustschütze entstehen würde, der wird natürlich hier in ihr killen, aber andererseits eine frisch ausgehobene Einheit, die wird ja dann sofort vernichtet werden, weil die wird zwar die Garnisonstärke erhöhen, aber die Stadt ist dermaßen runtergebombt. Wenn hier eine Einheit entsteht, nächste Runde nehmen wir die ein, auf jeden Fall, dann wird die Einheit ja mit vernichtet werden. Also insofern fände ich sogar cool, wenn da eine Einheit entstünde. Ein Ding. Es ist wirklich ein Armbrustbogenschütze gerade entstanden. Er feuert aber nicht auf die Stadtstaateneinheit, sondern auf unseren Bogenschützen. Kann ihn auch nicht killen, aber stark verwunden. Und wenn er draufgegangen wäre, das wäre heftig gewesen, denn das ist einer mit 3 Beförderungen. Ist aber gut gegangen. Und jetzt können wir den hier einnehmen. Das sollte klappen. Das kriegen wir hin. Zuerst schießen wir die Stadt mal weiter runter. Wieso kann der da nicht angreifen? Ist das hier ein Hügel? Nee, nie und nimmer. Ein Wald! Ach, den hatte ich nicht gesehen. Ja, dann kann er darüber nicht feuern, das ist klar. Er könnte feuern, danach kann er aber nicht mehr zielen. Wenn wir Pech haben, ist er dann drauf. Man kann es aber treiben. Mit ihm hier feuern wir noch ein bisschen. Hier oben wollten wir plündern, ne? Ja, dann wird die Stadt schon eingenommen. Dann ziehen wir eins rauf und gucken mal, ob da genug Bewegungspunkte fürs Plündern übrig bleiben. Leider nicht. Obwohl er 2 noch hat, das ist schade. Das ist ja witzig. Ja, das hat auch seine Vorteile. Dann kann noch eine Einheit hier Erfahrungspunkte sammeln. Dann nehmen wir auch eine eigene und keine Stadtstaateneinheit. Hoppla, was war das jetzt gerade? Hier, hier. Genau. Ja, und Anzug ist gefallen. Sehr schön. Klasse. Stadt würde rebellieren. Realität fällt minus 9,5 im Moment. Wir nehmen uns mal den Viktor. Der ist dann sofort hier vor Ort. Jetzt ist das mit der Rebellion schon mal ausgetrickst und ausgebremst. Sehr schön. So, können wir hier was reparieren? Ja, das Monument. Wird gemacht. Was gibt es hier vor Ort? An schönen Dingen. Ein Stadtzentrum und ein Monument, das repariert wird. Das war's schon. Ja, wollen wir die Stadt behalten? Dennoch.
Also optimal liegt die nicht. Die hatte nur drei Bürger, die hatte keine Bezirke. Könnten auch sagen, ade, das war's. Können wir machen, weil die Stadt hier, die liegt natürlich viel besser. Die liegt natürlich traumhaft hier. Die liegt traumhaft. Aber es schadet ja auch nicht, ne? Dann haben wir hier, schaut mal, die ganzen Pferdevorkommen hier. Gips in dreier Reichweite hätten wir dann auch. Luxusressource, Tabakluxusressource. Süßwasser hier dran. Ich kann verstehen, dass die Polen, dass die hier gesiedelt haben, obwohl es nicht an einem Fluss liegt, weil das bringt ja auch Süßwasser, der See hier. Ist nur blöd für unsere Ungarn. Wir siedeln ja gerne an Flüssen, ihr wisst warum. Aber rein von den Ressourcen her, toller Standort mit den Pferden und den beiden Luxusressourcen. Hier, wir bleiben hier. Wir reißen hier gar nichts ab. So, in Krakau. Wurde, glaube ich, wieder irgendwas repariert. Wir könnten einen Bezirk setzen. Welchen? Ich wollte einen Hafen bauen, aber das geht noch nicht. Hier ein Industriegebiet, das könnten wir machen. Naheliegend wäre allerdings ein Handelszentrum, aber Hafen oder Handelszentrum, beides. Doch, es geht auch beides. Es geht auch beides, aber die werden ja immer teurer. Handel, ja, schwierige Entscheidung. Wir könnten auch das Industriegebiet hier setzen, was dann mehrere Städte versorgen wird. Hier nur wenig bringt, also gar keine Boni im Augenblick. Hier wird ein Steinbruch entstehen, dann ist das hilfreich. Was ist denn das hier? Die Landkartennadel kann weg. Also wir könnten hier mit Industriegebiet beginnen. Ich hätte ja schon gerne einen Händler. Wie lange dauert das denn, bis wir den Hafen haben? Dann müssten wir ohne Boost weiterforschen zur astronomischen Navigation. Aber es sind ja nur 4 Runden und dann könnten wir beginnen, Häfen zu bauen, Leuchttürme und so weiter. Das kann man machen. Das ist nicht so furchtbar schlimm. Das kann man schon mal machen. Ich finde, das sollten wir machen. Dann lassen wir das mit dem Handelszentrum sein. Gehen hier schon mal auf die astronomische Navigation und über das Segeln kommt es dorthin. Und wir haben hier eine Stadt mit 7 Einwohnern. Wir haben wahrscheinlich einen Bezirk, den wir bauen können. Das heißt, wir könnten jetzt einen bauen, aber dann wäre der Bauslot belegt. Oder wir können sagen, wir machen das nachher mit dem Hafenleuchtturm davor und dann einen Händler. Warten hier noch was ab und das scheint mir klüger zu sein. Stadtmauer brauchen wir nicht. Oh, an Gebäuden können wir gar nichts machen. Wir könnten ein Aquädukt bauen. Das könnten wir hier oben hinsetzen. Das wäre immer eine Möglichkeit. Das könnten wir wirklich machen. Wie schnell geht das? 13 Runden brauchen wir nicht zwingend. Süßwasser ist da. Bringt aber 2 weiteren Wohnraum schon mal. Und der wäre hilfreich. Ist allerdings auch ein teurer Spaß. Campus können wir auch an anderen Stellen hinsetzen. Wir haben ja ein Lager. Wir können auch eine Militäreinheit bauen. Wir können sagen, lass uns zum Beispiel einen Belagerungsturm bauen. Oder einen Reiter, den brauchen wir ja ohnehin. Aber das sind alles Einheiten, wo wir im Augenblick keine Produktionsbeschleunigungskarte drin haben. Kann man alles machen, kann man alles lassen. Das ist übrigens potenziell, wenn die Loyalitätsprobleme weg sind, eine durchaus produktionsstarke Stadt. Ich stelle mal, weil das Lager hier auch steht, die Stadtmauer ein. Dann können Lager, Stadtmauer beide schießen. Und dann mal hier, von hier könnten ja wohl die Georgier potenziell kommen oder wer auch immer. Dann hätten wir hier einen Schutz, einen doppelten Schutz, weil die beiden feuern können. Wir wollen hier kriegerisch spielen. Und wir schauen mal, wo eine. Aber eine Stadt wird nicht nach links angezeigt, trotzdem. Das kann man mal einschieben. Wir müssen den Baujahr auch nicht unbedingt beenden. Aber wir können das ihn beginnen. Hier bauen wir ein Sägewerk. Hier wollen wir scouten gehen. Mit der schnellen Stadtstaateneinheit. Hier wollen wir auch scouten gehen.
Reiter sind wir sehr geschwind an der Front. Zieh mal ein Feldtor und geh mal schauen, was hier liegt. Ah, Lodge. Und Lodge hat noch keine Stadtmauer. Das höre ich gerne. Sehr schön. Hat Hedwig im Augenblick Militäreinheiten? Keine. Keine eine. Ziehen wir hier schon mal langsam vor. Können feuern, es bringt aber nichts, weil die Stadt ja noch nicht belagert ist. Den braucht man definitiv auf der anderen Seite. Schon mal rüberziehen. Ich glaube, das gibt auch Erfahrungspunkte ein bisschen, auch wenn es sinnlos ist. 4 Stück. Hei, hei, hei. Lass uns hier mal. Ja, haben sich noch nicht bewegt. Dann heilen wir hier aus. Heilen hier aus. Der hat sich schon bewegt. Der hat sich noch nicht bewegt und sollte dringend irgendwo hin, wo er heilen kann. Am besten im eigenen Territorium. Dann mal rüber auf die andere Seite. Hier heilen bitte. Einmal Bernstein. Das können wir jetzt auch mal beginnen, gleich wegzuhandeln am Ende der Runde. Hier ist eine Pferderessource. Ach, und da steht ein Bauernhof drauf. Das heißt, der Bauernhof ist gesetzt worden, als die KI noch nicht wusste, dass hier Pferde entstehen werden. So verstehe ich das. Wir hatten das doch repariert. Wir haben den Bauernhof repariert. Naja. Modernisierung entfernen, kostet das? Ich glaube, das kostet nichts, ne? Pferde wäre natürlich schon klüger. Hat nichts gekostet. Mit dem Bogenschützen wollten wir hier alles Richtung Kabul abdecken, falls die hier doch angreifen. Denn in Kabul reicht es, wenn Hedwig eine weitere Gesandtin bekommt oder Peter, schon sind die Suzeränen und greifen uns an. Deshalb schicke ich mal den Bogenschützen hier rein. Von da aus kann der auch in aller Ruhe schießen auf eventuell vorrückende Truppen. Achso, hier können wir eins runterziehen. Vielleicht sehen wir auch schon mal was. Nein, haben wir nicht. Eine letzte Aktion hier möglich. Das wird hier der Steinbruch natürlich sein. Wie viele Runden ist er etabliert? In 3. Und setzen wir dann das Industriegebiet oder das Handelszentrum? Vermutlich das Handelszentrum zuerst. Wir können ihn schon mal da drauf setzen. Denn hier, wenn es soweit ist, dann roden. Ein Jagdlager, bitteschön. Nächste Runde haben wir auch hier ein Handelszentrum fertig. Hier kommt eine Weide hin. Einmal rüber, andere Seite. Gibt's hier was zu gucken? Ja. Was haben wir entdeckt? Ein Stadtstaat, oder? Ja. Cahokia.
einen wirtschaftlichen Stadtstaat. 4 Gold, wenn wir einen Gesandten hinschicken würden. Tamara hat hier 2. Bonus, Suzerain-Bonus. Handwerker können Kahokia-Hügelmodernisierung durchführen. Ich glaube, ich hatte Kahokia noch nie in einer Partie. Was ist denn das, um Himmels Willen? Bringen 3 mehr Gold. Und die erste bringt sogar eine Annehmlichkeit, der erste Hügel pro Stadt. Das ist ja super cool. Wow, immer mehr Annehmlichkeiten. Sensationell. Ich bin total begeistert. Da wäre ich gerne Suzerain. Da wäre ich gerne Suzerain. Der erste Gesandte sollte doppelt zählen. Bildet einen Plänkler aus. Soll das machen? Dann werden wir dort nämlich sofort Suzerain. Das ist eine zauberhafte Idee. Und den Plänkler holen wir uns in Krakau. Der dauert 18 Runden. Und ihn zu kaufen? 600. Oh, das sind wir ein Stück von entfernt. Aber das wäre eine Möglichkeit. Bauen wäre natürlich cooler, aber das, boah, da müssen wir aber lange für bauen. Ein Plänkler ist eine Aufklärungseinheit. Ich glaube, das bedeutet auch, dass wir dann ohnehin nie eine Politikkarte haben. Ich glaube, es gibt keine für Aufklärungseinheiten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, Militärkarten gibt es nur für Nahkampfeinheiten oder für Schiffe oder für Kavallerieeinheiten. Das ist die für die Kavallerieeinheiten, das ist die für die Marineeinheiten und das ist für die Nah-, Fern- und Kavallerieabwehr-Landeinheiten. Aufklärungseinheiten, nix da. Belagerungswaffen, auch nix da. Das heißt, wir könnten ihn zum Bau einstellen, aber hier wird das lange dauern. Es sei denn, wir würden roden. Das können wir. Wir können uns den roden. Wir können irgendwo ein Dschungelfeld entfernen. Das bringt zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Da könnten wir den Boot, den Handwerkertrupp runterschicken zum Beispiel und sagen, ja was denn? Was wird denn hier sowieso entfernt werden? Wir könnten einmal Wald entfernen, obwohl es schade ist. Aber man kann ja hier auch Minen bauen. Das könnte man machen. Wir stellen mal den Plänkler ein. Der Plänkler 18 Runden, 150 Produktion. Und dann könnten wir hier... Wie teuer ist das, eine Regierungsform zu kaufen? Einen Regierungskartenwechsel zu kaufen? 210, das ist teuer Geld. Das ist teuer Geld, weil sonst hätte ich das vielleicht gemacht, um die grüne Karte mal reinzutun. Aber das können wir auch zwischendurch immer nochmal machen. Die, wo der erste Gesandte dann doppelt zählt. Ach, so viele Ideen. Plötzlich schütte ich ganz viele Ideen aus. Naja. Ihr Lieben, ein kleiner Tipp zum Schluss, wenn ich darf. Seid ihr Stellaris-Spieler? 4X, kennt ihr, ne? Von Paradox, Echtzeit, pausierbar Echtzeit. Falls ihr es nicht kennt, ist der folgende Tipp für euch völlig egal. Falls ihr ihn kennt, es gibt eine neue Erweiterung für Stellaris. Federations heißt die. Und dafür habe ich einen Kunti-Gutscheincode bekommen bei Games Planet. Dadurch wird der billiger, der Steam Key für diese Erweiterung. In der Textbeschreibung dieses Videos auf YouTube, da gibt es einen Link. Der führt euch auf die Liste aller Community-Gutscheincodes, die ich im Augenblick überhaupt habe. Und da findet ihr auch Stellaris. Das ist ein Link auf dem Flat bei uns im Community-Forum und im YouTube-Text, da gibt es eine Überschrift von nützlichen Links auf WB-Links. Da sind ganz viele Geschichten und unter anderem auch diese Liste der Community-Gutscheincodes. Wenn ihr möchtet, guckt mal nach. Liebe Grüße, bis dann, tschüss!